Hallo, einen wunderschönen guten Morgen. Mein Mann und ich, wir waren vor 3 Tagen einkaufen im Baumarkt, weil wir renovieren ja immer noch, und es waren jetzt die Deckenlampen dran. Mein Mann immer im Druck und es muss schnell gehen. Also wir hinterlassen ja bei Verkäufern immer ein totales Gefühlschaos, weil wir rasen immer rein, kaufen etwas und rasen wieder raus. Die sind dann immer, der Hurricane war da. Gut, es ging um Deckenlampen. Also wir rein in den Baumarkt. Mein Mann, die sind gut, die nehmen wir. Ich sage, Schatz, da ist eine Fernbedienung dabei. Spielt keine Rolle, brauchen wir nicht. Ich sage, ne, aber wenn eine Fernbedienung dabei, spielt keine Rolle, brauchen wir nicht. Ich sage, Jochen, dann hat es irgendwas zu sagen. Nein, gut. Wir nahmen also die beiden Deckenlampen. Und gestern war ein Freund, da war unser Elektriker natürlich in Urlaub, ne, wie es immer so ist. Kam also ein guter Freund, der hat gemeint, du, ich mache euch die an. Und es war für den Wintergarten. Sprich, dieser Wintergarten ist total verglast. Also so halb verglast. Es war abends, was den ganzen Effekt noch gesteigert hat. Und unser Freund kommt rüber zu mir und sagt, du, sind die Lampen dein Ernst? Ich sag, wieso? Ja, ist ein bisschen seltsam, ist der Show. Habt ihr die Fernbedienung gekauft dazu? Ich sage, nein, die wollte er nicht. Ja, okay. Ja, ihr könnt es mit Bluetooth anschließen. Ich sage, das ist doch wieder ein Schmarrn. Warum? Warum brauchst du bitte ein Bluetooth für blöde Lampen zum an die Decke hängen da? Ja, sagt er, ich schaue es dir noch mal an. Dann gehe ich rüber und ich weiß ganz genau, was passiert ist. Ich habe so eine ganz alte Nachbarin und ich weiß genau, was die ihrem Mann gesagt hat. Jetzt schaut dir die an, die Schauspielerin, jetzt hat sie noch einen Puff. Das habe ich genau gewusst, gell, mit den Leuten. Das ist furchtbar, diese Künstler da. Es war rot erleuchtet. Es haben wirklich nur noch die Herzen an den Fenstern gefehlt. Da sagt er, ich kann es auch anders machen. Ich meine, ich habe es jetzt mit Bluetooth mit meinem Handy verbunden. Schaut dir das an, das ist aber auch nicht viel besser. Ja, da war das plötzlich blitzeblau wie in einem Aquarium. Und die dritte Möglichkeit hat er mir gesagt, das ist ein Botanikum. Grün. Also, alles drei war scheußlich wie die Nacht. Also, wenn ich das hätte ich jetzt auch noch ans Fenster hängen können, dann wäre die Casa della Toleranza perfekt gewesen. Haben wir es wieder abgebaut. Und was hat Frau Jakob gemacht? Sie hat natürlich die Verpackung weggeschmissen. Jetzt kann man es noch nicht einmal umtauschen. Oder zurückgeben, die Bordellbeleuchtung. Das nächste Mal lasse ich mir Zeit beim Einkaufen. 100%. Ja, das habt ihr auch gewollt. Ich bin immer mein eigenes Modell.